Mit 23 Jahren sitzt Diana Zimmer schon im Stadtrat von Pforzheim. Ihre Partei ist die AfD. In die ist sie schon mit 18 Jahren eingetreten, weil sie auch als junger Mensch mitbestimmen will. Warum denn nicht auch für die Zukunft in dem Sinne vorsorgen und schon früh starten und was mitentscheiden? Also das war für mich immer ganz wichtig, dass man sagt, man kann bestimmte Entwicklungen oder bestimmte Prozesse tatsächlich mitbegleiten. Oder man kann sagen, wenn man dann eine gewisse Position erreicht hat, so wie ich jetzt als Stadträtin in dem Fall, kann man auch als Sprachrohr fungieren. Ihr Wahlkreis Pforzheim gilt als Hochburg der AfD im Westen, auch weil hier viele Russlanddeutsche leben, wie etwa die Eltern von Diana Zimmer. Sie selbst wurde in Deutschland geboren. Wir sind Deutsche aus Russland. Wir sind in den 90er Jahren, als man kann so ziemlich sagen, die Mauer gefallen ist, sind wir in den 90er Jahren hergekommen. Und demnach hat man auch eine gewisse Prägung in Bezug auch darauf, was zum Beispiel die Begriffe Vaterlandsliebe mit sich tragen oder Traditionswahrung oder Werteverständnisse, die jetzt auch wir dann tatsächlich dort, als dann die Vorfahren auch in Russland gelebt haben, gewahrt hatten. Neben der Euro-Finanzpolitik, die die Bankerin falsch findet, war für sie die Flüchtlingswelle 2015 der Hauptgrund, in die AfD einzutreten. Obwohl Pforzheim zu den sichersten Städten in ganz Baden-Württemberg zählt, argumentiert sie mit fehlender Sicherheit durch Geflüchtete. Dass man tatsächlich, wenn man in der Stadt unterwegs ist, komische Sprüche abbekommt. Ja, wenn wir pauschal sagen, tatsächlich von eben Zugewanderten oder neulich Zugewanderten, weil sie ja die Sprache noch nicht beherrschen. Deshalb kann man das ja leicht festmachen. Freundinnen, Bekannte, Ähnliches haben ähnliche Erfahrungen gemacht, wo es dann auch schon zu Handgreiflichkeiten hätte kommen können, wären da nicht andere Personen bei gewesen. Dass Teile der AfD wegen möglicher rechtsextremistischer Bestrebungen und Migrationsfeindlichkeit vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft wurden, findet sie übertrieben. Im Freundeskreis hat ihr das Engagement bei der AfD neben Zustimmung auch harte Kritik eingebracht. Dass dann Freunde einem tatsächlich einfach via Textnachricht die Freundschaft gekündigt haben auf gut Deutsch und gesagt haben, du seist ein Monster. Und man ist zusammen aufgewachsen und hat sich jeden Tag den Schulweg geteilt. Und dann kriegt man solche Nachrichten, die total unbegründet sind und unreflektiert sind letzten Endes, weil die Person kennt ja einen. Um Himmels Willen. Und das ist dann tatsächlich sehr unschön gewesen, diese Erfahrung. Aber gut, letzten Endes kann ich das ja nicht mittragen. Das Alter und jugendliche Aussehen standen ihr laut eigener Aussage bei den vielen alten AfD-Wählern und Parteifunktionären bisher nicht im Weg. Geschont werde sie aber auch nicht. Die haben sich einfach in dem Sinne mir vertraut, dass ich das tatsächlich auch, falls ich es schaffen sollte in den Bundestag jetzt mit dem Direktmandat, falls es klappt, dass sie sich dann am besten mit meiner Person auch vertreten sehen. Und da hat das Alter oder ein hübsches Gesicht in dem Sinne nichts zu suchen. Und das finde ich auch, also man kriegt auch oft mal auf die Kappe, wenn man was falsch macht oder was in dem Sinne. Wir kriegen immer gut Feedback. Sollte sie in den Bundestag einziehen, möchte sie zumindest in Teilzeit noch weiter als Bankerin arbeiten. Sie wolle den Bezug zu ihren Kollegen und dem normalen Leben unbedingt beibehalten.